Hallo und herzlich willkommen zur Traumflieger Makrowelt. Heute geht es um Fotopraxis mit dem Canon EF400 2,8 LIS USM. Fotopraxis mit dem Canon 400 2,8 LIS USM. Ja, das habe ich auch schon hier. Und zwar ist das ein richtig fetter Klopper. Wiegt knapp 5,4 Kilo, 5370 Gramm das Teil, plus Kamera natürlich. Und ja, hat eine Baulänge ohne Streulichtblende von 34,9 cm, also 35 cm plus Streulichtblende nochmal ja, knapp 15 cm obendrauf, also 50 cm Baulänge das Teil. Ja, das will ich Ihnen hier etwas näher vorstellen und vor allem in der Fotopraxis in verschiedenen Szenarien einmal ja, vorstellen und erklären, wie ich damit umgehe und ja, was es jetzt auch für neue Objektive schon mittlerweile gibt. Das hatte ich ja in der letzten Videoausgabe, dass die lichtstärksten Objektive der Welt schon angedacht. Aber hier geht es jetzt um das Canon EF400 2,8 LIS USM. Ja, das ist, wie gesagt, ein richtig schwerer Klopper und das macht es nicht leicht, damit in der Praxis umzugehen. Ich habe es dennoch einige Male schon gemacht. Ich habe es mir schon seit längerer Zeit zugelegt. Seinerzeit habe ich es mir gebraucht für 5.500 Euro gekauft. Der Verkäufer, der hat das dann erst bei eBay angeboten und war enttäuscht, weil er Fake-Interessenten an der Leine hatte und die haben ihm dann so gefakte Überweisungen zukommen lassen, dass sie den Kaufpreis angeblich bezahlt hätten und er hat es dann natürlich nicht vorab verschickt und ist nicht drauf reingefallen und hat mich dann gefragt, ob ich es erwerben möchte. Ich habe es dann gemacht und habe es nicht bereut, muss ich sagen, aber es ist eines der Objektive, die ich in der Praxis bei Gelegenheit sehr gerne einsetze, aber weil es so viel wiegt, scheue ich mich dann doch etwas davor, es, ich sag mal, jeden Tag einzusetzen, weil ja, es wiegt einfach 5,4 Kilo knapp, einfach ein bisschen viel, um es in der Weltgeschichte umherzuschleppen. Ich würde es nochmal kurz vorstellen. Also Streulichtblende ist hier natürlich oben drauf. Die kann ich auch abnehmen oder auch umdrehen. Ich würde es mal ohne Streulichtblende vorstellen. Die kostet allein schon 600 Euro, wenn man sie verlieren sollte oder wenn sie kaputt ginge. Hier ist also das Objektiv. Riesenfrontlinse. Und hier gibt es jetzt vier AF-Stopptaster. Die kann man auch anderweitig belegen. Und hier ist dann noch ein Fokusring, also ein Schärfenspeicherring. Da kann ich die Schärfeebene speichern und dann abrufen, indem ich hier einmal kurz in eine Richtung drücke. Dann haben wir hier den Fokussierring. Und ja, es ist eigentlich ein doppelter Fokussierring. Und hier haben wir also den Fokussierbegrenzer. Ich habe hier eine Mindestdistanz von 3 Meter und kann das natürlich auch begrenzen. Dann AF-MF-Umschalter. Dann haben wir einen optischen Stabilisator. Und dann kann ich hier den Fokus auch noch speichern. Also die Fokusebene kann ich speichern. Das habe ich auch mal mit einem 300er ausprobiert. Und habe also die Fokusebene gespeichert und auf der vorgesehenen Schärfenebene hat sich dann auch eine Amsel hingesetzt. Und da habe ich aber gesehen, das verliert sich mit der Zeit. Also er speichert das, ich kann es auch abrufen. Aber wenn ich das 4-5 Mal erneut abrufe, dann verlagert sich die Schärfenebene doch ein bisschen. Also da muss man ein bisschen vorsichtig mit vorgehen. Kann auch sein, dass es mittlerweile schon besser funktioniert. Hier ist dann noch eine Streulichtblende. Und hier habe ich jetzt eine Langschiene untergepackt. Hier sind zwei Imbusschrauben, also die wird nicht mit einer, sondern mit zwei fixiert. Und ja, die kann ich auch so verdrehen, dass ich sie nach oben nehme. Und das ist für die Montage im Bodenbereich interessant, weil ich das Objektiv
Ja, na, jetzt muss ich die Kamera mal gerade stellen. So ist die Streulichtblende oben. Und wenn ich das Stativ, die Mittelsäule umdrehe, der Stativkopf zeigt nach unten, dann kann ich das Objektiv unter das Stativ montieren und es von oben fassen und habe dann im Prinzip ja, eine exakt bodennahe Position. Und das ist das Tolle bei Streulichtblenden, die sich verdrehen lassen, weil ich dann die Stativmontage erheblich erleichtert bekomme und dann auch sehr leicht in den Boden absinken kann, weil das auf einer Langschiene zu montieren, wie wir das ansonsten ja auch gerne machen, mit dem Makroschlitten, und da haben wir dann ja auch Langschienen dran. Das geht mit kürzeren Objektiven sehr gut, aber mit so einem schweren langen Teil, das würde nicht halten, oder man braucht einen Kugelkopf, der sensationelle Haltungshaltefähigkeiten hat. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen, aber das sind dann Ausnahmen. Ja, soweit das Canon EF 2,8 400, 2,8 LIS USM. Es gibt es auch schon in der Mark II und Mark III Version für EF. Die Mark III Version liegt bei einer Preisklasse von 13.000 Euro, ist im Gewicht erheblich reduziert worden, nicht mehr 5.370 Gramm, sondern wiegt nur 2.840 Gramm. Ja, ist also fast nur noch die Hälfte. Die Mindestdistanz, hier habe ich ja 3 Meter Mindestdistanz, ist dann auf 2,50 Meter reduziert worden und wie gesagt, das Gewicht fast halbiert, und ja, das ist natürlich hervorragend. Aber der Preis, das habe ich seinerzeit mit 7.100 als Neupreis angesetzt. Ich glaube, im 1999 rausgekommen, und das Canon EF 400 2,8 LIS USM Mark III liegt jetzt bei 13.000 Euro. Ja, da ist der Preis also fast verdoppelt worden. Und das gibt es auch als RF 400 2,8 LIS USM. Das liegt auch bei 13.000 Euro, wiegt auch ähnlich, 2.890 Gramm, hat auch 2,50 Meter Mindestdistanz. Da hat man eben auch den Preis von rund 13.000 Euro. Und das ist natürlich eine Preisklasse. Ja, wenn man sich das leisten kann, ist das natürlich interessant. Aber für normal Hobbyanwender, sage ich mal, oder ambitionierte Anwender, die mal gelegentlich gerne im Telebereich fotografieren, das aber nicht ausschließlich professionell betreiben, dürfte das eine Preisklasse außerhalb der Bandbreite sein. Im Jahre 2010, also vor rund 12 Jahren, da habe ich so meine ersten Versuche gemacht, weil ich hatte das Glück, direkt an unserer Firma in Söldorf in Hamburg, da haben zwei Spechte eine Eiche direkt am Parkplatz bezogen, und ich hatte einen tollen Blick auf den Nestbau und ja, auf die Nisthöhle. Direkt aus meiner Firma heraus durch die Fenster, war auch in der richtigen Höhe, so dass ich praktisch parallel aus dem Fenster raus fotografieren konnte und habe die Buntspechte direkt im Blick gehabt. Und ja, die haben also ihre Nisthöhle da in einer Eiche, war das glaube ich, reingemeißelt. Da ist auch noch ein fetter Ast abgebrochen, auf dem Parkplatz runtergeknallt, aber hat da nichts weiter beschädigt zum Glück. Aber dadurch bin ich aufmerksam geworden auf dieses Spechtpärchen, die dann da brüteten. Und wenn das Kleine in der Nisthöhle Mist gemacht hat, dann haben sie es abtransportiert und ja, haben das Junge dann verpflegt in der Höhle und haben dann immer Futter antransportiert und den Mist abtransportiert, und dann sind sie immer zum Nest geflogen und wieder aus der Nisthöhle heraus wieder abgeflogen. Und da habe ich eine ganze Woche lang fotografiert und ja, habe versucht, sie dann scharf im Fluge abzulichten, und habe verschiedene Kameras und verschiedene Objektive parallel auch benutzt und habe dann auch einen Funkfernauslöser verwendet. Aber ich habe eben auch das
400er 2,8 LIS USM an einer EOS 7D verwendet. Die hat ja auch einen recht flotten Serienbildmodus und immer wenn der Action los war, dann habe ich auf den Auslöser gedrückt und habe versucht, mal ansprechende Bilder einzufangen. Und das Schöne ist eben auch, wenn ich da die Offenblende nutze, dann wird das Bouquet schön weich. Ich kriege eine kurze Verschlusszeit und da habe ich dann einige Aufnahmen natürlich durchgeführt und einige tausend Aufnahmen habe ich aufgenommen und habe dann natürlich eine riesen Auswahl gehabt. Das hat auch nicht immer geklappt. Manchmal habe ich sie im Flug erwischt, aber halt nicht scharf oder die Schärfeebene war einfach zu knapp, dass ich dann doch etwas lieber abgeblendet habe. Das ist auch eine gewisse Gefahr, wenn man, kleine Singvögel relativ großformatig einfängt, dann die Offenblende gerne nimmt, dass die Schärfentiefe so gering ist, dass man schon so exakt auf den Kopf und auf die Augenpartie fokussieren muss, dass man den Vogel nur vom Kopf her vielleicht oder nur von den Augen her scharf kriegt, aber alles andere wird dann unscharf und dann kann es auch sinnvoll sein, etwas abzublenden. Da habe ich einige Versuche gemacht, habe auch einige interessante Impressionen eingefangen. Da kam auch mal ein Singvogel vorbei, eine Meise, die habe ich dann auch im Fluge scharf erwischt, was an sich auch eine Glückssache ist, dass man einen sehr kleinen Singvogel im Fluge scharf erwischt, aber das hat auch geklappt. Aber irgendwann habe ich gedacht, ich brauche vielleicht auch mal Blitzlicht und habe dann versucht, da oben am Baumstamm mit der Leiter hochzuklettern und einen Remote-Blitz zu montieren und das passte den Buntspechten dann aber überhaupt nicht mehr und dann sind sie dann abgezogen und wir haben das Nest verlassen. Da war ich dann einfach zu störend habe zu viel Radau gemacht. Das tut mir im Nachhinein etwas leid, aber immerhin habe ich einige Impressionen eingefangen und konnte das 400er 2,8er im Prinzip zum ersten Mal sinnvoll einsetzen. Dann 2014 wurden wir eingeladen von einem befreundeten Fotografen, der in Schleswig-Holstein so einen landwirtschaftlichen Betrieb geerbt hatte und der hat dann am Grundstück auch einen kleinen Bach mit kleinen Forellen drin und hat dann zwei Tarnzelte aufgebaut und hat dann auch so einen Ansitzast drapiert, ihn auch mit Moos bewachsen lassen und hat dann einen oder mehrere Eisvögel zu Besuch gehabt und hat uns dann eingeladen, ob wir nicht Lust haben, Eisvögel zu fotografieren. Ich habe zugesagt, Sönke, der damals bei uns noch gearbeitet hat, der kam dann mit. Und dann sind wir zu zweit dahin gefahren und ich habe dann das 400er 2,8 LIS USM dabei gehabt und wir hatten auch gerade einen neuen Adapter für Micro Four Thirds, einen Automatikadapter, den habe ich dann benutzt und habe damals dann die GH4 mit dem Adapter und dem 400er 2,8 kombiniert und ein bisschen Werbung dafür gemacht und dann haben wir uns also in die Tarnzelte begeben. Und dann haben wir natürlich gewartet, teilweise etwas länger, eine gute Stunde, bis der Eisvogel sich dann traute, sich seiner Nisthöhle anzunähern. Und der hatte dann auch eine kleine Forelle, eine Bachforelle im Schnabel und kam dann auch auf den Ansitzast. Und das war natürlich die super Gelegenheit, das zu fotografieren. Und das habe ich dann auch gemacht mit der Lumix GH4. Per Automatikadapter und mit dem 400er 2,8 LIS USM. Und Sönke hat im Nachbar-Tarnzelt sich dann aufgehalten und hat die Szene auch fotografiert. Der war allerdings ein Stückchen weiter weg und hatte ein Sigma 50 bis 500 dabei. Er hat dann aus Versehen auf 450 eingestellt, aber hat den Eisvogel auch sehr gut eingefangen. Aber da konnte man natürlich auch erkennen, da hat er mit F6,3 fotografiert. Aber dadurch, dass er natürlich weiter weg war, hat er
nicht nur mehr vom Umfeld erwischt, sondern die Schärfentiefe steigt dann natürlich auch erheblich. So, wenn man es im Deckvergleich sieht, da gibt es natürlich Unterschiede. Bei mir ist der Hintergrund völlig weich und nicht durchzeichnet. Also ich habe ein einwandfreies Bouquet. Und bei Sönke ist da natürlich mehr Zeichnung drin. Da gibt es natürlich einen Unterschied, allein aufgrund der Distanz und natürlich auch aufgrund der Blende. Im Mai 2019 war ich mit Olaf in der Vulkaneifel zu einer Makrofototour. Und ja, da haben wir natürlich die ganze Woche über verschiedene Motive abgelichtet und hatten unseren Spaß. Aber an einem Tag habe ich auch das 400er 2,8 mitgehabt und da ja, haben wir uns durch die Gegend gefahren und dann sind wir an einem See gewesen und haben es dann ausgepackt und ich habe das an einer Fujifilm XT30 per Automatikadapter dann montiert und die Idee war, da Wasservögel idealerweise vielleicht im Fluge zu erwischen. Das hat aber nicht so gut geklappt. Aber wir hatten halt Gelegenheit, das ausführlich zu porträtieren und einige Impressionen einzufangen. Und die Gegend war natürlich auch attraktiv. Da haben wir natürlich auch Makromotive eingefangen. Aber die ganze Aktion war natürlich mühsam, weil ich musste das Teil schleppen. Und der Aufbau gestaltet sich mühsam für ein Foto, was dann aber leider nicht so richtig geklappt hat. Naja, es war halt auch eine gewisse Werbung für den Automatikadapter, wenngleich ich mir noch bessere Ergebnisse erhofft hatte. Sei es drum, immerhin ja, habe ich auch gemerkt, ja, das Gewicht ist ein echter Faktor. Direkt aus dem Kofferraum aufbauen und neben dem Auto vielleicht zu fotografieren, das würde noch funktionieren, aber wenn man mehr Wegstrecke zu bewältigen hat, dann ist das doch durchaus mühsam. Wie fast jedes Jahr im Frühjahr zum Sommer hin oder Ende des Frühjahres war ich auch in 2020, Ende April, in Hedlingen hier an der Elbe. Da gibt es ein großes Feld mit Schachbrettblumen. Und da hat es sich natürlich auch angeboten, mal ein langes Tele mitzunehmen. Ich habe da auch verschiedene Objektive verwendet, unter anderem ja, eine FZ 1000 Mark II zum Beispiel, wo man dann auf Kleinbild umgerechnet 400 4,0 hat, oder auch eine RX 10 Mark III von 24 bis 600 F4. Von der Schärfentiefe ist es dann aber ein 600er F11, aber von der Belichtungszeit her haben wir ein 600er F4. Aber ich habe dann ja ein 200er 2,8 auch gerne eingesetzt und habe da eben verschiedene Objektive immer mal wieder getestet, natürlich auch Makroobjektive und so weiter. Hatte aber eben auch das Canon 400er 2,8 LIS USM dabei mit einer Nikon Z6 und einem Automatikadapter. Ja, da habe ich schon wieder eine Drittanbieterkamera per Automatikadapter versucht zu montieren, was auch hervorragend geklappt hat, auch mit Focus Bracketing. Die hat ja auch Focus Bracketing Fähigkeiten, leider ohne Live-Bild, aber es funktioniert auch per Automatikadapter. Ja, und das habe ich dann da ausprobiert und ja, war mit den Ergebnissen auch zufrieden. Also ja, schön weiches Bouquet und so eine Schachbrettblüte, die man vielleicht auch ja, aus etwas größerer Distanz ablichten möchte. Da kriegt man eben auch aus etwas größerer Distanz ein schön weiches Bouquet hin. Und ja, kann dann auch sehr zufriedenstellende Ergebnisse erzielen, insbesondere wenn man die Perspektive nicht groß ändern möchte. Ich hätte noch tiefer runtergehen können. Ich habe es jetzt für Demonstrationszwecke oben auf dem Stativ montiert, damit man das Objektiv und die Kamera besser sehen kann. Aber ich hätte es natürlich auch umdrehen können mit der Stativschelle.
in Umkehrstellung komm ich praktisch auf 0 cm runter auf den Boden. Haben auch andere Fotografen ab und zu mal gemacht. Da hatte auch einer ein Canon 600 F4 dabei und ja, das war auch eindrucksvoll, das zu beobachten. Das war auch ein sehr ambitionierter Fotograf. Der hat das eben auch so genutzt, dass er die Stativstelle nach oben dreht und das Stativ in Umkehrstellung betreibt. Ja, aber ich habe dann auch zwischendurch mal Mönchsgänse fotografiert, die dann aufflogen aus etwas größerer Distanz. Die hätte ich noch gerne großformatiger eingefangen, aber die überflogen uns dann immer mal wieder. Und Olaf habe ich dann auch mal als Porträt eingefangen. Und da kann man auch sehen, das Bouquet wird sehr schön weich, obwohl ich ihn vollumfänglich porträtiert habe. Also das ist natürlich auch der große Vorteil einer so lichtstarken Telebrennweite. Ja, wenn ich damit Porträts einfangen möchte, dann kriegt man natürlich ein extrem weiches Bouquet. Also der Hintergrund, der wird dann sehr weich gezeichnet und wird auch verdichtet. Wenn man die Gelegenheit hat, ist das toll, aber es ist natürlich kein Porträtobjektiv, weil der Fotograf oder die Fotografin hat zu wenig Kontakt zum Motiv. Es ist natürlich auch sehr schwer im Umgang und wie gesagt, auf dem Stativ nicht leicht damit umzugehen. Da kommt es natürlich auch auf die Montage an. Wenn man so einen Gimbal einsetzt, also so eine Schaukel, dann hat man es natürlich etwas leichter, aber das Ganze wiegt natürlich auch wieder was. Man kann es auch auf dem Kugelkopf ausbalancieren, muss dann allerdings vorsichtig damit umgehen. Aber wenn ich jetzt jemanden porträtieren möchte, ich habe das mal hier bei uns im Flur gemacht, die Kamera mit dem 400er. Ja, stand dann bei mir im Zimmer und ich bin dann den langen Flur entlang marschiert und hatte so eine Distanz vom Objektiv von rund 10 Metern. Also da ist schon eine große Distanz zwischen mir und dem Objektiv gewesen, damit ich mich überhaupt komplett einfangen konnte. Ich habe das dann in Full HD gefilmt mit einer EOS R5 und habe dann mal reingewunken, um das einfach mal zu veranschaulichen, ja, wie das ungefähr ausfällt. Also das Bouquet wird natürlich sehr weich und angenehm weich. Und da braucht man aber eben, wie gesagt, rund 10 Meter Distanz, um jemanden dann einfangen zu können. Am Ende noch etwas Werbung, weil die aktuelle Makrowelt, die Ausgabe Nummer 14, ist ganz frisch rausgekommen. Das Umfeld gestalten ist das Titelthema. Wir haben drei satte Kameratests, die EOS R3, der Canon Bolide, die Olympus OM1 und die Lumix GH6, die mich jetzt gerade filmt. Die haben wir alle drei im Makrotest. Also es sind komplette, vollständige Testberichte, wo wir die Kameras komplett bewerten, aber mit einem speziellen Fokus auf den Nah- und Makrobereich und natürlich auf das Fokus-Stacking und Fokus-Bracketing. Ein Canon RF 102,8 Makro haben wir auch im Test drin. Und das Umfeld gestalten, den Himmel austauschen, das ist ein großer Report, wo wir mit vielen Praxistipps Ihnen Hilfestellung geben möchten. Das Buch Focus Stacking Makrofotografie für Profis und Einsteiger ist stets aktuell und jetzt in der dritten Auflage erschienen. 300 satte Seiten, geballte Infos, das Standardwerk zum Focus Stacking. Wir haben nicht nur verschiedene Kameras getestet, was die Focus Bracketing Geschwindigkeit angeht oder wenn man stacken kann, auch das Stacken. Sondern auch verschiedene Objektive, viele Makroobjektive und auch Objektive, die man mit Nahlinse hochrüsten kann, Mikroskopobjektive, die man davor setzen kann. Aber wir haben auch elektrifizierte Makroschlitten, manuelle Makroschlitten, verschiedene Stacker-Programme, natürlich auch Helikon Focus haben wir dabei, Geschwindigkeitsmessung, Optimierungstipps, FAQs und ja, viele Bildbeispiele, großformatige Bildbeispiele hier in diesem umfassenden Buch.
Buch zum Focus Stacking, 300 Seiten, bei uns im Traumflieger-Shop erhältlich. Und nicht zuletzt das Pilze als Kunstwerk, Buch finden und fotografieren, ein Hardcover-Umschlag. Ja, und da geht es auch um Stacken, aber natürlich, wie man Pilze am besten ablichten kann, das Umfeld auch gestaltet und auch das Stacken und die Technik, ja, wie man einen Pilz am besten gestaltet. Ja, auch ein umfangreiches Buch mit Tipps und Tricks, aber eben auch mit vielen Pilzmotiven und vielen Beispielen, ja, wo man sie findet, wie man sie am besten ablichtet. Und ja, und das ist auch als Anregung und als Ideenbringer für Pilzfotografen gedacht. So viel im Moment zur Fotopraxis mit dem Canon EF 400 2,8 LIS USM. Machen Sie es gut, macht's gut und bis zum nächsten Mal.